Vor einigen Monaten kaufte ich diesen Whisper Desktop Transmitter, ein kleines All-in-One-Gerät, an das nur eine Energieversorgung angeschlossen werden muss, eine GPS-Antenne und natürlich eine Sendeantenne. Und ja, ich war sehr angetan von diesem kleinen Gerät. Alles, was mir fehlte, war die Möglichkeit, Type-3-Nachrichten zu verschicken. Also Nachrichten, die einen langen Locator beinhalten. Gerade im UKW-Bereich ist es natürlich interessant, wenn die Entfernungen nicht ganz so groß sind. Dann hat man anhand des genauen Locators die Möglichkeit, die Entfernung exakt auszurechnen. Jetzt kam ein Update für die Firmware und auch für die Desktop-Software. Und das schauen wir uns jetzt an und spielen das auch ein. Hallo und herzlich willkommen zum wöchentlichen DDNUL QTC. Die E-Mail, die kam aus Schweden und hatte mich sehr erfreut. Es werden jetzt Type-3-Nachrichten für Whisper unterstützt. Hier auf der Webseite ist das nochmal beschrieben, also lange Position Reports, die es gibt. Und auf einer anderen Seite, die ich gefunden hatte, nämlich hier auf der Explorer, wird auch erklärt, was es mit diesen Type 1, mit diesen Type 2 und den Type 3 Messages auf sich hat. Nämlich bei den Type 3 haben wir 6 Zeichen für den Locator. Was wir jetzt machen müssen, wir müssen 3 Dinge runterladen, nämlich zum ersten die neue Desktop-Software, die diese 6 Stellen unterstützt. Dann müssen wir runterladen eine neue Firmware für diesen Desktop-Transmitter und natürlich eine Software, mit der wir die neue Firmware auf das Gerät draufbringen. Auf der Download-Seite findet sich alles, was wir brauchen. Wir haben hier dieses X-Load-Programm. Wir haben die Firmware hier für den Whisper TX Desktop. Also das ist mein Gerät, das ich hier habe. Und wir brauchen natürlich die neue Desktop-Software für Windows. Und das ist die, die wir hier haben. Ich habe alle Komponenten schon runtergeladen hier auf meinem Rechner. Und jetzt schauen wir uns mal an. Wir werden anfangen mit der Firmware, die zu installieren. Und deswegen gehen wir hier in das X-Loader-Verzeichnis, in dem ist schon alles ausgepackt. Was wir aber vorher machen müssen, wir müssen die Firmware auspacken. Das kam als ZIP-File. Das wird einfach dann extrahiert aus dem Download-Verzeichnis Desktop 1.0. 1.0 ist die neue Version. Jetzt gab es mal was. Extrakt, genau. Extrakt. Jetzt wird das ausgepackt und wir können mal reinklicken. Hier ist dieses Hex-File, das wir brauchen. Diesen X-Loader, den habe ich schon gestartet. Schließe jetzt mal diesen Transmitter hier an. Der wird es auch gleich klack machen und der Windows-Rechner wird sich melden. Genau. Und wir können die Datei laden, die wir brauchen. Hier nicht in Documents, sondern in Downloads wird sich ein Desktop 1 Verzeichnis finden mit dem Hex-File und die Webseite sagte, wir sollen auswählen das hier nicht, der Nano AT Mega 328, das schauen wir mal nach, nicht, dass wir was Falsches tun. Genau, hier Nano. Das ist COM 17 der Port, den ich hier habe. Die Baudrate stimmt auch. Ja, jetzt wagen wir es einfach mal und klicken auf Upload. Keine Fehlermeldung. Es blinkt nichts. Es klackte kurz. 15 Sekunden soll das Ganze dauern. Hoffen wir mal. Knapp 30 Kilobyte wurden hochgeladen und ich glaube, das war es auch schon. Jetzt können wir wieder in das Download-Verzeichnis gehen.
Hier im Download-Verzeichnis haben wir auch die neue Version von diesem Konfigurationsprogramm oder von dieser Desktop-Anwendung für den Whisper Sender. Wir starten die mal. Seriell Port war 17 mit der anderen Anwendung. Können wir ausprobieren. So, was ich hier sehe, der Transmitter, der sendet gleich. Gut, dass eine Dummy-Load dran ist. Ich habe inzwischen auch die GPS-Antenne angeschlossen. Gut, dass eine Dummy-Load dran war. Das wäre auch mein Tipp an euch. Nicht leer laufen lassen. Offensichtlich nach dem Flashen der neuen Firmware fängt das Ding gleich an zu senden. Der Blick auf den Desktop überrascht erstmal, denn die Position ist nach wie vor nur vierstellig. Also wir haben hier im GPS-Fenster JN58, aber nicht JN58SC, was die genaue Position wäre. Der Trick ist einfach, es muss hier dieses Häkchen noch gesetzt werden für die exakte Position. Ja, und dann ist es schon da, JN58SC, vorausgesetzt, die GPS-Satelliten spielen mit. Warum ist das nicht per Default gesetzt? Die Antwort ist einfach. Wir hatten das auf dieser anderen Webseite gesehen. Da stand nämlich, man solle doch bitte die Type 1 Nachrichten bevorzugen. Und zwar, weil es einfach zuverlässiger ist, dass diese Nachrichten ankommen. Denn die Type 1 Nachrichten, die werden schon nach einmal empfangen, richtig und zuverlässig dargestellt. Die Type 2 bzw. Type 3 Nachrichten, die brauchen zwei Durchgänge für eine Peilung oder beziehungsweise, dass sie richtig dargestellt werden können. Ja, und das lasse ich jetzt hier laufen. Fürs 10-Meter-Band ist alles eingeschaltet soweit. Genau, und jetzt sendet er auch schon, er sendet in eine Dummy-Load rein, aber das würde natürlich genauso gut funktionieren mit einer Antenne. Mit der genauen Position, jetzt ging das GPS, genau, das GPS wurde ausgeschaltet. Der GPS-Empfänger, der läuft ja nicht immer in diesem Whisper-Desktop-Transmitter. Und deswegen wird er manchmal ausgeschaltet, dann wird es hier grau und er muss, während er sendet, ja nicht mehr die Position kontrollieren, sprich, da lässt sich auch ein bisschen Akku sparen. Auch wenn man die Uhrzeit kennt, lässt sich ein bisschen Akku sparen. Es reicht völlig, kurz vorm Senden mal nach der Position zu schauen. Und deswegen hält er sehr viel länger. Deswegen die GPS-Information grau eingefroren, aber mit diesem gesetzten Häkchen dann eben die genaue Position. So, jetzt ist die Batterie hier, der Akku vom PC leer. Deswegen verabschiede ich mich hier an dieser Stelle von euch. Wünsche euch angenehme QSOs. 73 und bye bye.